Also erstmal möchte ich mich bei meiner Mannschaft bedanken für den harten Kampf. Jeder hat sein Bestes gegeben. In der ersten Halbzeit haben wir vielleicht noch etwas hektisch gespielt und auch im Mittelfeld die Zweikämpfe nicht angenommen und deswegen auch die zwei Gegentore bekommen, auch durch technische Fehler wie einen Fehlpass in der ersten Halbzeit. Aber wir sind dann stark zurückgekommen, haben auch schnell das 2:1 gemacht und dann sind wir mit Schwung in die Halbzeit und genauso auch wieder hinaus. Dann haben wir zweite Halbzeit alles gegeben, alles hineingeworfen und unser Bestes gegeben und dann ist es ein hochverdientes 2:2, was wir eigentlich auch gewinnen können. Im Hinblick auf die Tabelle ist es jetzt erstmal kein Fortschritt und kein Rückschritt, aber es ist wichtig für die Mannschaft. Wir haben gelernt zurückzukommen, das haben wir auch in der Hinrunde jetzt nicht so wirklich hinbekommen, die auch nicht so besonders verlaufen ist, aber wir haben es hinbekommen zurückzukommen, das ist ein starkes Lob an die Mannschaft. Ja. Es hat möglicherweise an der Nervosität gelegen, dass es das erste Ligaspiel war seit 3 Monaten. Ich denke, ja, es war die Nervosität von allen und halt auch am Anfang waren wir noch nicht richtig in den Zweikämpfen drin. Der Kampfgeist hat am Anfang noch nicht so gestimmt, aber nach einer Zeit sind wir immer besser reingekommen. Ja, ich grüße meine Mannschaft und wir kommen unter die Top 3 diese Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.